Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted U. Wir haben im letzten Part den 9. auf der Liste besiegt und auch der 8. ist bereits bereit. Und als neues Projekt, also als nächstes Fahrzeug, habe ich den Ariel, diesen kleinen Formel 1 Flitzer, festgelegt für mich. Und ja, bevor wir damit anfangen, will ich allerdings den 8. dann doch noch besiegen. Wir haben ihn ja jetzt schon erreicht von den Speedpoints, dann wollen wir ihn auch direkt herausfordern und fertig machen. Und da wir ja hier schon einen komplett fertig gemoddeten Wagen mit dem R8 haben, der auch eigentlich ganz gut abgeht, ja, wir sehen es hier gerade. Autsch, 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 allmählich wird es schwierig hier ohne Unfall durchzuballern. Aber wir hatten jetzt auch, ich glaube, über 290 zeitweise. Und das in der Stadt, das kann halt schon mal schmerzhaft werden. Oh, wir mussten da raus. Verzeihung. Dann war es ja vielleicht sogar ganz praktisch. Ja, natürlich. Jetzt wollte gerade sagen, jetzt switcht er noch um. Wir dürften doch in die Richtung umfahren. So, wie immer habe ich natürlich, ja, nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Nein, das wollte ich nicht sagen. Wie immer habe ich nicht darauf geachtet, was wir jetzt überhaupt für einen Kontrahenten haben. Aber wie immer, das werden wir ja gleich feststellen. Und wir kriegen das Fahrzeug ja wieder in einem hübschen Video vorgestellt. Bislang war aber noch keiner dabei bei den Most Wanted Gegnern, wo ich jetzt sage, boah, geil, den Wagen will ich jetzt unbedingt fahren. Also weder den Alfa Romeo 4C Concept, noch jetzt gerade den Shelby. Der Shelby ist zwar stylisch, aber ich glaube, so einen würde ich lieber im privaten Leben sonntags bei schönem Wetter mal gemütlich ausfahren, als jetzt damit irgendwie Rennen zu fahren. Also da muss jetzt irgendwie noch was anderes kommen. Ja. Das jetzt nicht unbedingt. So, aus dem Weg. Wo ist es denn? Da vorne irgendwo. So, wo ist es denn? Ach, da vorne. Okay, alles klar. Gut. Ach, der Mercedes. Hä? Nur, ich dachte, den hätten wir schon. Oder ist es? Ach, das ist diese Spezialversion davon, glaube ich. Oh, und da vorne war noch ein Wagen, habe ich gerade gesehen. Naja, egal. Können wir uns ja gleich noch besorgen. Wobei, dann sind wir völlig woanders. Naja, ist auch Schnurz. Man findet die Sachen schon noch. Ah, genau. Das finde ich cool gemacht, das Intro. Wobei ich die alle schön finde. Die haben irgendwie teilweise wirklich so ein bisschen was Künstlerisches. Bringt was rüber. Sehr cool gemacht, finde ich. Also ich glaube, den Mercedes, den könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Den noch zu machen. Und wie gesagt, den Lamborghini Gallardo, auf den stehe ich auch. Da hätte ich auch Bock drauf. Und auf jeden Fall auch noch irgendeinen von den ganz abartigen Kisten, von diesen Exoten. Wobei das echt schwer wird, so viel sage ich euch, weil mit Geschwindigkeit geht ja auch immer einher, dass man sehr, sehr, sehr wenig Reaktionszeit hat, um dann noch irgendwo auszuweichen. Und dementsprechend, also als ich es alleine gespielt habe, ich bin gerade mit diesen abartigen Kisten, zum Beispiel mit dem Hennessy, bin ich so oft gecrashed, also da werdet ihr mit mir leiden müssen. Okay, jetzt wollen wir diese Kurve doch mal, jawoll, mal ohne Wandberührung schaffen. Ja, dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Schade, ich wollte jetzt endlich mal über die Sprungschanze, aber ich weiß nicht, wo wir da landen. Also lassen wir das mal besser. Wir wollen hier schließlich das Rennen gewinnen. Ja, ja, jetzt fangen die hier wieder mit Nagelbändern an, die fiesen Lümmel. Oh, und der Mercedes ist uns immer noch gut auf den Fersen. Auch wenn wir hier die ganze Zeit so scheinbar problemlos Erster sind. Ganz so problemlos könnte es dann vielleicht auch nicht weitergehen. Vor allen Dingen, wenn ich hier... Nein! Verdammt! Ah, Mist. Ich glaube, vielleicht schaffe ich es dann noch in der Mitte durch. Ja, ja, und da ist er jetzt auch vorbei. Aber nix, das Freundchen. Nix, 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 nix. So nicht. Was hat der Bulle da gerade gesagt? Es scheint so, als würden wir zu ihrem Rennen dazugehören. Ja, wenn ihr euch einfach Zutritt verschafft... Ums, selber schuld. Ja, aber das ist doch frech. Ich mache hier immer Platz, ne? Und der werte Herr Mercedes-Fahrer, den... Verdammt, jetzt wollte ich den Mercedes rammen. Doch nicht den Verkehr. Der kann dann da einfach schön durchpreschen. Ja, ich weiß, man könnte an den Straßensperren durchaus auch mal vorbeifahren. Aber... Ja, ich weiß auch nicht.
Das kriege ich selten hin. Jetzt habe ich mir das Rennen, glaube ich, versaut. Jetzt bin ich ein paar Mal zu oft irgendwo reingeballert. Oder es könnte sehr, sehr eng werden. Ja, ja, da vorne ist das Ziel. Oder. Ja! Geil, es klappt doch noch. Fuck you, Mercedes. Gotcha. Sehr schön. Nur, das war doch zumindest mal ein schöner Schlusssprint hier. Noch mit Noss an dem vorbeigepölt. Sehr gut. War alles Absicht vorher, die Unfälle. Alles Absicht. Ich wollte es nur spannend machen. Nur für euch. Bin ich nicht nett. Nein, Blödsinn. War natürlich absoluter Unfug. So, Mercedes, ich will dich haben. Also komm her. Machen wir dich kaputt, damit ich eine Rostlaube habe. Diese Logik finde ich immer noch total herrlich. Ach ja. So, komm her, Freundchen. Mensch, die sind fast schon zu einfach. Also als ich das Solo gespielt habe, war das nicht so easy. Die sind dann auch gerne mal richtig abgehauen und teilweise sogar so krass, dass sie verschwunden sind. Aber im Moment entweder habe ich einfach Glück oder, ja, wahrscheinlich habe ich Glück, dass sie immer so direkt am Anfang einen kleinen Fehler machen, sodass ich schön aufhole, nur noch reinballern muss und nach 3 Sekunden sind sie unser. Naja, gut. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ne? Das ist ja das Ziel, dass wir die Wagen crashen und sie dadurch kriegen. Lässt du mich bitte, danke, vorbei. Ich will abbiegen, genau. So, vielleicht, nein, nicht so viel abbiegen. Ach verdammt, jetzt habe ich gedacht, hänge ich die Bullen mit so einer schönen 180-Grad-Kurve ab. Aber wenn ich die so vergeige, dann wird das natürlich nix. Den Ford an hier, den haben wir. Jetzt habe ich mal nicht gebremst, sondern erst geguckt. Ich will ein Lob. Sonst, aua, okay, behaltet das Lob für so einen Scheiß hier. Fahre ich schon wieder gegen eine Wand. Bislang habe ich ja immer schon eine Vollbremsung hingelegt, wenn ich den Wagen gesehen habe und erst danach auf der Minimap überprüft, ob wir den vielleicht schon haben. Und natürlich hatten wir ihn immer schon, ist ja klar. Okay, so, sind wir die Jungs doch mal losgeworden. Sehr schön. Ey, auf so einem dicken Platz. Wobei, ne, ich glaube nicht, hier war kein Fahrzeug, aber nee. Frech. Ich wollte doch mal über diese Konstruktion drüber fahren. Wenn ich denn mal es schaffe, da gerade drauf zuzufahren. So, jetzt. Oh Gott, wir rutschen hier ab. Wir sind zu langsam. Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt nicht besonders elegant, aber zumindest haben wir eine schöne Airtime mal gehabt. Egal, sei es drum. Also. Tja, was steht jetzt eigentlich an? Der Ariel, ne? Genau. Wo ist er? Da. Ariel Atom 500 VB. Oder 500 VB. Wenn schon Englisch, denn schon. Oder so. Ah, ich mag diesen kleinen Stadtflitzer. Es gibt noch einen anderen. Der, ich guck mal gerade, ob wir den auch schon haben. Ich meine, ich mache jetzt den hier, keine Sorge. Aber ich will mal gerade gucken, wo haben wir den denn? Der hatte auch so einen komischen Namen. Keine Ahnung, war das... Nee, das war der nicht. Bug, glaube ich. Bug Mono, kann das sein? Ich glaube, ja. Na? Ja, genau. Die Karre hier. Das ist auch noch so ein kleiner Flitzer. Habe ich auch hart überlegt, welchen von beiden ich nehme. Aber irgendwie finde ich... Ich weiß nicht, der hier ist auch sehr geil. Ich kann mich kaum entscheiden, aber ich finde irgendwie dann doch den Formel-1-Flitzer da so einen kleinen Ticken geiler, muss ich sagen. Vom Sound vor allen Dingen. Und der Sound ist mir bei so einem Rennspiel sehr wichtig. Deshalb nehme ich, tut mir leid, für die, die den hier schöner finden, den Ariel. Okay, so, erstes Rennen. Moment, was haben wir denn da? Mensch, ich gucke immer nicht. Straight to the point, Nitrobrenner und Geländereifen. Ein Sprintrennen, okay. Na dann, wollen wir mal hinsprinten. Okay, los geht's. Bei den anderen Versionen hat man ja nicht direkt NOS, aber bei der U-Version schon. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Das nennt sich dann auch, glaube ich, Nitro U oder so. Aber bevor ich hier Kappes labere, wie heißt das Zeug? Boost You! Okay, so war's. Ja, und weil ich hier nachgucke, fahre ich in jedes Auto, was entgegenkommt. Das ist ein Nachteil im kleinen Flitzer. Man kann hier jetzt hier nicht so ohne weiteres mal eben so ein Auto wegschieben, weil wir halt verdammt leicht sind. Also wenn wir irgendwie gerammt werden von einem anderen Fahrzeug, dann fliegen wir quer durch die Pampa. Also da muss man extrem aufpassen. Gut. So, was habe ich eben gesagt? Ein Sprintrennen steht jetzt an, ne? Genau.
Aber dafür finde ich den einfach, der ist sehr wendig. Also ich mag den unheimlich gerne. Und ich will auch immer ein bisschen Abwechslung haben. Von daher, einer von diesen Stadtflitzern muss eigentlich, Moment, war das ein Fahrzeug? Muss eigentlich immer sein. Hä? Habe ich jetzt hier diesen Schrotthaufen hier für ein Fahrzeug gehalten? Also ich glaube, ich muss echt zum Optiker, das ist ja nicht mehr normal. Ich habe jetzt aus dem Augenwinkel gedacht, da wäre ein Fahrzeug gewesen. Und da war ja eindeutig nur ein Erdhügel. Naja gut, okay. Ach ja, da hilft wahrscheinlich noch nicht mal mehr eine Brille. Okay, und den da haben wir schon. So ein Jammer. Na gut. Oh, hier ist es. Jetzt quatsche ich so viel, jetzt fahre ich glatt noch vorbei. So, was haben wir denn da? Genau, ach ja, richtig, habe ich ja eben schon vorgelesen. Die Geländereifen für den zweiten und den Nitrobrenner für den ersten Platz. Und wo man am Anfang... Ist das Absicht? Ich glaube ja, ne? Ja. Hey, was haben die geraucht? Star Wars mal anders. Fliegende Autos. Ja. Okay. Ach cool, genau. Die Gegner sind ja jetzt auch ganz viele von diesen kleinen Flitzern. Hat schon fast ein bisschen den Flair von einer Go-Kart-Bahn jetzt. Komm, geh mir aus dem Weg, Jung. Keine Zeit für Loser. So, gib ihm. Ordentlich Noss rein. Boah, das hält aber lange, das Zeug. Kann ich ja die ganze Gerade hier entlang... Ach, das war gar kein Kontrahent. Mist. Das ist immer die Sache, wenn man in Kontrahenten reinfährt, dann crasht man ja nicht so schnell. Sondern man schubst ihn an und der crasht. Aber wenn man mit demselben Speed in Verkehr reinballert, dann kommt ja sofort der Crash-Bildschirm und man ist selber der Gelackmeierte. Naja. Kann mal passieren. So, schön durch die... Oh, die Kurve ist auch geil. Wenn man einfach so einen schönen Ausblick hat. Und... Nein! Autsch, der war schmerzhaft. Und da fahren sie alle vorbei. Boah, und das Rennen ist kurz, sehe ich gerade. Noch knapp über 2 Kilometer... Da sollte ich mir jetzt nicht ganz so viel Blödsinn leisten wie sonst gerne. So, dritter Platz, okay. Das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Boah, ich fahre aber auch hier. Eine gesenkte Sau. Aber das Noss hält echt richtig lange bei dem. Liegt das am Fahrzeug? Boah, ich habe nicht in Erinnerung, dass das sonst so lange hält. Also bei dem, ich sag jetzt mal, besseren Nitro ist es auf jeden Fall so, dass es nicht ganz so lange hält. Dafür ist es halt deutlich kraftvoller. Aber jetzt auch, ich hatte bei den anderen Fahrzeugen nicht das Gefühl, okay, scheiße, erste werden wir nicht, nicht das Gefühl, dass das so lange hält. Naja gut, was soll's. Ja gut, zweiter, das müssen wir nochmal machen. Ist aber nicht weiter tragisch. So, am Anfang nehme ich die Geländereifen gerne, weil so hoch ist der Verlust da jetzt nicht bei Topspeed und Steuerung. Dafür, wenn man mal ins Gelände fährt, sind die Teile natürlich 1A. Aber ich spring jetzt zum Rennen, wie immer. Ja, baller mir ruhig hinten rein. Also in diesem Sinne, was haben wir eigentlich noch für Farben? Gelb, Orange, Grün. Ja, Kawasaki Grün, finde ich gut. Wir sehen uns gleich beim Rennanfang. Ich schneide das dann raus. So, und da sind wir auch schon. Okay, wir wissen jetzt, also das Rennen ist nicht allzu lange. Boah, da sehen wir mal, wie leicht wir sind. Der fliegt ja über die halbe Welt, wenn wir da jung bremsen. Boah. Okay, also so viel zur Steuerung. Die hat schon gelitten mit den Geländereifen. So im Vergleich zu gerade. Ja, Rennen ist nicht allzu lange. Insofern schön konzentriert fahren. Nicht so viel Bock missbauen wie gerade. Und dann wird das auch was. Aber das finde ich cool. So mit den ganzen anderen kleinen Flitzern. Das hat wirklich so ein bisschen den Flair, als wären die öffentlichen Straßen jetzt hier als Kartbahn missbraucht worden. Nur natürlich mit Karts, die richtig ordentlich was unter der Haube haben. Mich würde mal bei den ganzen Boliden interessieren, was die so für Leistungsdaten im wahren Leben haben. Also so PS von 0 auf 100, 0 auf 200, kW, Gewicht, all solche Sachen. Und ich glaube, ja, Spritverbrauch würde mich eigentlich auch mal interessieren. Ja. Also hier zum Beispiel bei dieser Schleuder hier könnte ich mir vorstellen, dass die richtig ordentlich säuft. Also natürlich so ein Lambo auch. Aber einfach, ja, weil diese Supersportwagen so extrem hochgezüchtete Drehzahlen haben, ne? Da könnte ich mir vorstellen, dass die saufen wie ein Loch. Also den Sprit, ne? Also diesmal ging es ja doch deutlich einfacher. Was habe ich gerade eben gemacht? Was
habe ich gemacht? Das war ja jetzt ohne Probleme. Nicht einmal gecrashed. Naja, egal. Man hat mal Glück, man hat mal Pech. Passt. Wie viel brauchen wir eigentlich noch zum nächsten? 19.025, okay. Nitrobrenner, ja bitte, rein damit. Das ist ja dann der nächstbessere. Und ich bremse nochmal und guck mir an, wie die genau... Und der Rest? Boah, ihr Flaschen. Da kommen sie. Mann. Die waren aber weit hinten. Die Loser. Okay. So, nächstes Rennen. Crush Hour. Aber ich habe es gar nicht geguckt, aber in der Regel ist das zweite für die guten Leichtbauch-Assis. und die Rennreifen. Da freue ich mich ja immer drauf. Wegen der deutlich erhöhten Steuerung. Und hier haben wir doch nochmal eine Wechselstelle, die wir noch nicht hatten. Sehr schön. Okay, dann... Oh, gleich noch einer. Ein Test... Ah, ne, Quatsch, das ist dieser... Oh, keine Ahnung. Komische Wagen. Also, falls das jetzt hier irgendwie ein Klassiker ist, dann entschuldige ich mich schon mal dafür, für meine Unwissenheit. Aber ich kenne das Teil nicht. Und hier, nein, Moment, den GT, den haben wir schon. Und auch diese Wechselstelle haben wir schon. Okay. Und dann weiter geht's. Okay. Was? Nein! Autsch! Boah, das wäre sowas von tödlich mit so einer Kiste hier. Da hat man ja überhaupt keine Knautschzone. Und dann ist man auch so tief auf dem Asphalt. Also wenn man mit so einem Ding hier im Straßenverkehr einen Unfall bauen würde, da wäre man, glaube ich, schon bei niedrigen Geschwindigkeiten tot. Also da braucht man gar nicht hier mit 180 irgendwo gegen ein Auto fahren. Das wäre in der Realität sehr, sehr, sehr schnell vorbei. Ach du blöde Kiste, mit den anderen Autos schiebe ich die dann gerne weg. Aber das funktioniert mit dem Claim hier nicht, weil der einfach viel zu leicht ist. Ist ja irgendwie auch logisch, dass so ein Flitzer dann da nicht so ein über eine halbe Tonne wegschieben kann. Oder was auch immer der Wagen da so wiegt. So, sind wir schon da? Nein, sind wir nicht. Ist das hier irgendein anderes? Ah nee, das ist eine Radarfalle. Okay. Ich hatte erst gedacht, wir sind schon da. Aber ich Idiot, könnte ja auch einfach mal oben auf die Entfernung gucken. Dann wüssten wir, ob wir da sind. Und jetzt habe ich natürlich auch noch die nette Polizei. Wobei, ah ja, wenn die jetzt schon aufgeben, dann dürfte ich die ja relativ zügig loswerden. Ja, so viel dazu. Die Flaschen, ey. Naja gut, gegen den kleinen City-Flitzer hier. Da wird es auch wahrscheinlich auch schwierig, Land zu sehen. Oh, da sind wir. Und war da... Moment. Da, genau. Ich wollte sagen, das war doch definitiv einer. Ist das ein Evo? Ja, ne? Oder? Kenne ich auch nur aus dem Film. Ich weiß, ich bin Autobanause. Ich genieße nur. So, okay, dann los. Das eine Rennen schaffen wir auf jeden Fall noch. Crush Hour. Sehr schön. Wer der Erste für die Leichtbauch-Assis und Zweiter für die Rennreifen. Und ja, ich weiß, dass das Leichtbauch-Chassis heißt. Für die, die nur diesen Part geguckt haben, ich finde es einfach nur nett, wenn man das so liest. So, auf geht's. Ach nein! Entschuldigung, jetzt habe ich das Intro weggeklickt, den ersten Teil. So aus der Gewohnheit vom Alleine-Zocken. Aber beim ersten Mal lasse ich da immer laufen. Ich bitte um Entschuldigung. Das war keine böse Absicht. Boah, was ein Sack. Habt ihr das gesehen? Wenn uns ein schwererer Wagen, der braucht uns nur anstupsen da, der Weiße, der hat uns ja so einen leichten Schubser mit seinem Hintern nach rechts gegeben. Ich habe voll gegengelenkt, aber da war nicht mehr wirklich was zu holen. Also ich fahre ja oft genug aus eigener Doofheit irgendwo rein, aber da gerade konnte ich nicht wirklich was machen. Naja gut, 3 Runden haben wir Zeit. Da ist noch nicht aller Tage Abend. Da können wir schon noch was reißen. Und ich glaube, das ist auch einer von den Rundkursen, die ich wirklich gerne mag. Ja, ich glaube schon. Die Strecke finde ich schön. Es ist schön. Boah. Bulle, was machst du denn hier? Ja, Leute. Oh, herrlich. Ja, zumindest bin ich nicht der Einzige, der crasht. Boah, aber dafür haut jetzt der Erste richtig ab. So geht's aber nicht. Den müssen wir uns mal schnappen. Nicht, dass hier alle anderen schön Unfälle bauen, wie da gerade der Lambo und der Shelby. Boah, der Lambo, yo. Ja, nee, ist klar, Freunde. Da kommen sie wieder alle. Okay, ist ja schon gut.
Die versuchen sich alle abzusetzen. Wenn das mal so einfach klappen würde. Nein! Ich hasse das, wenn ich so leicht hängen bleibe. Wir sind jetzt, haben wir gerade gesehen, auf 80 km/h runter. Also auch wenn man keinen Crash-Bildschirm hat, was ich sehr begrüße, weil der mit der Zeit einfach nur noch nervt, lieber ein Crash-Bildschirm, weil dann werden wir mit über 100 km/h abgesetzt. Und nicht, man dreht sich und ist auf 80 runter oder noch langsamer. Was hier im Spiel ja quasi stehen bleiben ist. Boah, verdammt, das habe ich versemmelt, das Rennen. Dritter Platz, die kriege ich nicht mehr, fürchte ich. Mist, Mist, Mist. Oder ist da noch was zu holen? Kann ich schon ein bisschen abkürzen. Okay, zumindest den Lambo kriege ich noch. Dann kriegen wir zumindest schon mal die Rennreifen. Wäre ja schon mal etwas. Dann haben wir schon mal eine Verbesserung fürs nächste Rennen. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ach, wir sind Erster. Der ist unten angefahren. Deswegen haben wir den nicht gesehen. Ich habe mich schon gewundert. Okay, sehr schön. Dann jetzt nichts versauen auf den letzten Metern. Wo sind die denn? Okay, nicht allzu weit weg. Aber der Rundkurs ist einfach schön. Relativ easy zu merken, wo es lang geht. Nicht so links, rechts, oben, unten, sondern immer in einem gewissen Tonus Linkskurven. Einmal rundherum, so ein Rundkurs halt, wortwörtlich. Und ja, machbare Kurven und trotzdem schön durch die Innenstadt. Gefällt mir gut. Okay, ja, Rennreifen bitte. Und das Leichtbauchassis natürlich auch. Gut. So, wo bleibt die Konkurrenz? Oh, Moment, ich habe Bullen am Arsch. Da sollte ich nicht warten und mir die Konkurrenz angucken. Na, zumindest sind die mir erstmal nicht gefolgt, die ersten beiden, die da gekommen sind. Genau, da bin ich schon in der Fluchtphase. Oh, verdammt. Das ist mies, diese Wände, wo diese kleinen Steinflöcke so rausgucken. Da bleibt man richtig schön hängen, wie gerade gesehen. Ja, ja, übernimm du mal die Führung des Sekundäreinsatzes. Boah, das war knapp. Nein, das nicht! Im Gegenverkehr abhauen ist echt so eine Sache. So, ich habe jetzt mal wieder einen Kopf ausgeschaltet. Durch dieses Drücken auf dem Gamepad. Dann schaffen wir es vielleicht ein bisschen einfacher, Land zu gewinnen. Und ich fahre jetzt mal wieder auf meine Spur. Da hat man ja deutlich mehr Reaktionszeit. Weil einem der Verkehr halt nicht entgegenkommt, ne? Wenn einem ein Fahrzeug mit 80 entgegenkommt, man fährt selber auch 80, dann nähern sich die Fahrzeuge eher mit 160 dem entgegen, wenn es andersrum ist. Oh, 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 oh. Ist mir egal, ob die mich verfolgen. Ich will die Wechselstelle haben. Wenn ich mit 120 fahre und vor mir fährt einer mit 80, dann haben wir nur 40 km/h Unterschied, mit denen ich ihm näher komme. So. Ah, das ist ein ganz alter Lambo, ne? Der sieht noch so kantig aus. Finde ich auch cool. Also ich mag es jetzt nicht unbedingt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das begrüßen, dass man hier so viele alte Fahrzeuge mit eingebaut hat. Komm, schaffe ich das? Boah, nein! Jetzt habe ich gedacht, baue ich einen schönen, baue ich einen schönen Unfall. Nein, mache ich einen schönen Abschlusssprung in den Part. Aber gut, dann war es halt ein schöner Abschlussunfall. In diesem Sinne wird nämlich Zeit. Ich verabschiede mich für heute von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Euer Gordrak. Ciao.